So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben wieder eine neue Snackbox erhalten. Pupsi hat wieder bestellt, beziehungsweise läuft das ja immer noch. Du musst sie 3 Monate nehmen und dann wollte sie nochmal 3 Monate, damit sie noch eine Weihnachtsbox kriegt. Das ist die nächste Snackbox, die da ist. Da gibt es ja immer Süßigkeiten aus Asien, Amerika, Europa, irgendwoher. Die ist jetzt im Dezember gekommen, müsste aber die Novemberbox sein. Das heißt, die im Januar kommen, müsste dann die Dezemberbox sein. Da sind wir mal gespannt, ob es da wirklich Weihnachtssüßigkeiten gibt. Viel zu spät. Wir machen die jetzt hier aber mal auf. Gucken mal, welches Land das diesmal ist. Ich habe daraus gelernt und habe vorher den Klebestreifen entfernt, aber noch nicht reingeguckt. Jetzt habe ich reingeguckt und es ist, ich sehe eine Giraffe. Es ist Süd. Südafrika, das klingt schon mal interessant, besser als England, weil das immer noch in Europa ist. Europa. Also, das ist Südafrika. Man könnte jetzt die Box kurz mal wegstellen und mal zeigen. Also immer so ein Heftchen dabei, was eigentlich sehr interessant ist. Da steht Südafrika. Dann habt ihr, wenn das aufmacht. Hobbits, ihr Naschkatzen, diesen Monat geht's nach Südafrika. Pure Lebensfreude erleben. Quirlige Metropolen, zahlreiche Nationalparks, Wildlife, Safaris, traumhafte Strände. All das und noch viel mehr bietet Südafrika. Von süßen bis salzigen Leckereien ist wie immer alles dabei. Genieße den Kurztrip. Adi aus. In die weite Welt von Nasches Südafrika. So, dann habt ihr hier natürlich wieder... Dann habt ihr das. Da stehen Fakten mit Einwohnerzahl, Währung. Wir könnten mal was lernen. Hauptstädte, Exekutive, Pretoria, Legislative, Kapstadt, Judikative, Bloemfontein. Einwohnerzahl 60 Millionen. Typisch Südafrika sind Löwen, Elefanten, Savannen und Paviane. Amtssprache Afrikaans, Englisch und IsiZulu. Währung Rand, in Klammern ZAR, Z-A-R. So, jetzt geh mal aus der Box raus, Mann. Du wolltest eben nicht mitmachen und jetzt tu nicht so. Ich tu dir jetzt mal hier hoch. Du kleiner, seht ihr die Baumwolle da unten? Gut. Hallo, Adi, Schatz. Was ist das? Hast du das jetzt abgemacht von der Box, ja? Hast du das von der Box abgemacht? Das ist nix, Adi, guck, das ist nix. Ja, es liegt hier oben. Beide haben wir aber im Heft. Im Heft steht noch... Fun Facts, Must Sees. Das ist so ein richtiger Reiseführer für euch. Kap der guten Hoffnung, Isikobo, Kap Museum, Kruger Nationalpark. Ihr habt nochmal, was ist in der Box, jedes einzelne Ding erklärt, was ist. Dann nochmal die Zusatzstoffe, damit ihr weißt, woran es gelegen hat. Let's explore, it's quiz time. Aha, wie heißt die Stadt mit den meisten Einwohnern Südafrikas? Hier ist noch ein kleines Quiz dabei, hier ist auch noch ein Rezept dabei, wie du afrikanischen Baobab-Bananenkuchen machst. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann kannst du es noch weiterempfehlen und kriegst 15% auf deine hässliche Box, wenn du Freunde empfiehlst, aber das machen wir nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach mal das hier auf, was da drin ist und guck mal, ob wir alles finden und ob wir alles zuordnen können. Denn als allererstes hier in dieser Box sehe ich eine Tüte Chips und zwar von... Freemax Smoked Beef Flavored Sabor Akane de Vaca Fumada Saveur Parfumé Potato Chips mit halt Beef Zeug. Jetzt dachte ich 15.09.22. Nee, das ist das. Da wurden die hergestellt, genau. Wir haben also jetzt einmal hier Smoked Beef Flavored Chips. Freemax Smoked Beef. Knusprige Grüße aus Südafrika. Leckere Chips mit dem Geschmack von geräuchertem Rindfleisch. Alternativ hätte es auch Freemax Fruit Kutney geben können. Schon mal fruchtige Kartoffelchips probiert? Knusprige Kartoffelchips mit dem würzig-süß-sauren Geschmack von Frucht Kutney. Da bin ich ja froh, dass da kein Kutney dabei ist. Oder wie andere sagen würden, Chutney. So, wir haben diese Chips. Dann haben wir hier drüben Pringles. Oh. Pringles Fruit Chutney. Cutney, Butney. Smart Things?
Gut, mein Handy macht sich gerade selbstständig. Wir haben als nächstes hier dann Pringles mit Fruit Cutney Flavored Savory Snack. Was ist das genau? Hier steht Pringles Fruit Cutney. So hast du Kartoffelchips bestimmt noch nie gesehen. Der unverwechselbare Geschmack von Pringles in Kombi mit einer fruchtigen Note. Alternativ hätte es Milky Bar with Smarties gegeben. Cremiger Genuss. Auf der Zunge zergeht süße weiße Schokolade mit bunten Smarties. Na, dann nehme ich lieber die Cutney Pringles mit, pack die hier oben rein und dann haben wir einen. Ne, das ergibt ja gar keinen Sinn, der Riegel ist ja trotzdem drin. Nestle Peppermint Crisp. Wir haben jetzt hier Nestle Peppermint Crisp, also ein. Dieser butterweiche Milchschokolade mit einem Überzug aus erfrischenden Minzstücken ist eine himmlische Kombination. Es wird deinem Lieblingsschokoriegel garantiert Konkurrenz machen. Ein Pfefferminz-Schoko-Teil. Ach so, ja. Das ist nicht entweder ist das drin oder das, sondern es ist einfach alles drin. Denn diese Freimax Fruit Cutneys sind nämlich hier auch drin. Also schon wieder, die wir vorgelesen haben, mit Fruit Cutney-Geschmack Chips. So viele Chips, 3 Tüten Chips schon. Das ist brutal, das heißt, dann ist natürlich auch der Milky Bar mit Smarties drin, genau, der ist nämlich hier. Der Milky Bar mit Smarties, süße weiße Schokolade mit Smarties, verfeinert, packen wir auch hier rein. Dann haben wir, das müsste das sein, Life is Juicy Meinards Jelly Babies made with fruit juice. Fruchtbabys. Meinards bereichert die bunten Momente des Lebens, die süßen Gummiteddybärchen erfrischen und geben neue Energie, so wird das Leben richtig saftig. Und drunter Rascals. Rascals mit Soda Flavors. Das ist bestimmt sowas wie Skittles. Mr. Sweet Rascals Soda Flavors wecken süße Erinnerungen an die Kindheit, leckere Kaugummis mit Limonadengeschmack. Dann haben wir hier drüben noch die Cadbury Lunch Bar, also den Cadbury Lunch Bar, mehr als ein Schokoriegel. Dieser Riegel ist vollgepackt mit Waffelkeksen und knackigen Erdnüssen. Dann haben wir hier noch Freiser Sour Strawberry Flavored. Das ist so ein Kaubonbon-Stick, ja, aber sauer mit Erdbeer. Erst relativ hart, dann schnell weich, Kaubonbon-Stange mit Erdbeergeschmack. Und wir haben sogar noch was zu trinken dabei und das ist das Beste, ja. Spalletta Creme Soda. Das ist vom Spar aus Afrika. Spalletta. Spalletta Creme Soda. Low Kilo Joule Soft Drink. Cremiger Südafrikaner. Dieser Getränkeklassiker ist eine cremige Limonade mit feinem Vanillegeschmack. Müssen wir eigentlich mal probieren. Eigentlich hätte man das jetzt probieren müssen, aber wir heben es uns mal auf. Wir haben ja jetzt schon gut gemacht. Warum ist mir das nicht eingefallen, das so zu machen? Immer einfach dieses Blatt aufmachen und wenn man was hat, vorlesen, was da steht, was das ist, wäre doch viel genialer. Jetzt nach 4 Boxen, nach 5 Boxen fällt mir das ein und ich habe nur noch eine Box übrig, die irgendwann kommt. Aber da können wir es ja genauso machen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi-Schatz, der sich schon wieder den Karton gekrallt hat und einfach da reingeht. Guck mal meine Füße. Guck mal, Adi, wie klein die Füße sind. Ja, dann hau halt ab. Da steht noch Bierkalender. So. Tschüss.